Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Toy Review, diesmal mit Uranus Team Member Harrier von dem TFC Toys Combiner Uranus. Ja, was soll ich dazu zu dieser Figur schon sagen? Sie ist sehr schön gemacht. Ich sehe allerdings einige Probleme bei dieser Figur anhand des Plastiks. Wir kennen es alle, weißes Plastik. Es vergilbt mit der Zeit wegen den chemischen Reaktionen mit dem sogenannten anti-entflammbaren Mitteln in dem Plastik, die dann das Material immer wieder vergilben lassen. Sehr schade. Aber ansonsten ist die Figur absolut top. Was soll ich dazu sagen? Es ist die Neuauflage quasi von, oder ein Remake des ersten Aerial Bots, den ich mir damals gekauft habe, 1986. Das war einfach geil. Es war einfach... Ja, was soll ich schon sagen? Es ist hier quasi die Hommage an Slingshot. Und er wird hier als Harrier Jet quasi gezeigt, als Senkrechtstarter. Und ich finde, sehr gut übernommen worden. Es sind nur einige kleine, entwicklungstechnische Probleme bei der Figur vorhanden. Zum Beispiel mit dem Laufwerk, oder Triebwerk besser gesagt, was man quasi unten unter die Tragflächen stecken kann. Ich finde es schlecht gemacht. Die Figur hat hier vorne ein Landegestell, hier hinten. Also das heißt, man kann ja auch das ausklappen, das ist schon sehr schön. Allerdings wird er natürlich, um die hier nicht unbedingt zu nutzen, das mitgeliefert, was ich immer noch nicht so ganz verstehe. Die Pins sind abgeschrägt, wie ihr hier seht. Ist absichtlich gemacht, dass ihr auch unter die abgeschrägten Flügel die dran machen könnt. Und die werden dann quasi, wie beim echten Harrier Jet quasi, dann an der Seite so befestigt. Eigentlich ganz schick die Idee, ich muss nur sagen, schlecht durchdacht. Denn, ich zeige es euch gleich, wenn ihr nämlich diese Flügel, wie gesagt, das Fahrgestell daran befestigt, ist so. Sieht zwar schon ganz cool aus, aber wenn ihr jetzt die Figur hinstellt und ein bisschen festdrückt, oder auch die Gelenke ein bisschen zu sehr ausleiern, klappt hier das alles mit hoch. Deswegen, ich finde es sehr schlecht durchdacht. Man kann hier natürlich auch, wenn man es möchte, die Raketen und das Landegestell austauschen. Allerdings steht dann die Figur hinten eindeutig viel zu hoch. Das habe ich schon ausprobiert. Ihr könnt dann höchstens das Landegestell nach hinten anwinkeln. Ja, im Flug könnt ihr das Landegestell auch anwinkeln. Und es sind hier hinten so kleine Stäbe drin. Theoretisch, wenn ihr es hiermit festigt, könnt ihr hier das Landegestell quasi hier, angedeutet quasi hereindrücken. Nicht ganz. Ich finde es schlecht, wie gesagt, gemacht. Ich mache mal die Raketen ab. Ich habe jetzt keinen Bock auf dieses ganze Gefriemel. So, wie gesagt, ihr könnt es dann so machen. Das Landegestell guckt dann hinten so raus. Ja, ganz nett, aber ich habe es komplett bei der Figur abgemacht, denn ich brauche es nicht und es sieht in meinen Augen auch schlecht aus. Ja, die Figur an sich finde ich ist wie gesagt sehr schön. Vorne sind automatisch hier so von vornherein von der Firma selbst einige Paintjobs angebracht. Die roten und die blauen Streifen. Hier vorne das AF1304. Ja, ganz schön gemacht. Wir brauchen hier keine Repro-Labels unbedingt. Ich habe bis jetzt auch noch keine bekommen hierfür. Und hier hinten ist auch wie bei Fireflight S5 Hot. Das ist quasi die Abkürzung für Slingshot. Das finde ich schon ziemlich cool. Und das S hier, der 5, ist quasi wie so eine Art S zu sehen und wie auch immer. Und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Die Flügel sind von Hause aus nach unten gewinkelt. Kann sie noch gerade anbringen. Was ich auch schön finde, es passt perfekt zu dem Harrier-Look. Und auch hier könnt ihr hier vorne das Cockpit öffnen. Und hier theoretisch eine kleine Figur hier reinsetzen. Sehr schön gemacht. Hier vorne hat es so eine kleine Radar-Spitze. Ja, und von unten sieht man auch relativ wenig die Roboter-Komponenten. Es sei denn, man weiß wirklich ganz direkt, was ist. Ist sehr schön gemacht. Ja, aber jetzt komme ich erstmal zu der Verpackung wieder. So, wir haben hier einmal die Verpackung. Man sieht hier ganz groß den Harrier im Robotermodus. Und ich finde, er ist sehr gut gelungen.
Dann sieht man hier oben einmal den Flugzeugmodus, den ich euch ja eben gerade schon gezeigt habe. Und den Arm-Modus, der ich, wie ich finde, auch ziemlich cool gelungen ist. Ja. Wir sehen hier hinten auch noch das Blueprint. An der Seite das sehr cool gemachte Artwork. Und was ich nur schade finde, ihr seht hier ist ein richtiger Pistolengriff drin. Der ist hier quasi nur angedeutet. Sehr schade, hätte man ein bisschen länger machen können, dann hätte es auch so ausgesehen. Ja, und von oben haben wir dann nochmal die Verpackung ganz normal. Auch hier wieder mit dem X-Ray, Uranus, ganz groß. Und hier an der Seite auch nochmal Slingshot im, ja, X-Ray, Scratch, wie auch immer. Innen drin habe ich natürlich die Anleitung, muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Ja, und vorne auch nochmal ganz groß das Artwork von Slingshot und hier diesen silbernen, metalligen Uranus-Schriftzug. Hier unten das Logo. Ja, den Karton mache ich jetzt einmal zur Seite und wir kommen jetzt einfach mal direkt zur Transformation. Mitgeliefert wird die Figur außerdem auch noch mit dem Arm. Also, ne? Und ihr könnt natürlich diesen Pin, der hinten dran ist, den ihr auch abmachen könnt, könnt ihr hier entweder direkt im Flugzeugmodus verstauen. Der wird quasi hier unten drunter dann befestigt oder ihr könnt ihn abmachen. Das finde ich so jetzt persönlich besser, aber dazu sehen wir gleich mehr. So, das Landegestell wird jetzt mal eingeklappt. Anschließend zur Verwandlung lösen wir die Flügel vom Rücken. Das heißt hier oben vorsichtig raushebeln. Hier unten ist ein kleiner Pin. Der steckt hier vorne drin und versiegelt damit die Flügel. Den Flügel können wir einmal in hier rumklappen. Das gleiche dann hier. Rumklappen und hier oben raushebeln. So. Am besten dreht ihr die Flügel ein Stück nach oben. Das macht die Verwandlung ein wenig leichter. So. Anschließend drückt ihr die Frontspitze des Fliegers mit dem Cockpit nach oben. Hinten das Teil ebenso erstmal. Anschließend drehen wir die Figur um, lösen hier an der Seite die Seitenwände, um damit die Arme freizugeben. So, klappen das Ganze nach außen, das gleiche hier ebenso. So, anschließend lösen wir die Beine voneinander. So, und ziehen jetzt die Beine lang, ebenso, bis es knackt. Ja, es hält bombenfest. Ich mag es kaum glauben. So. Nicht jetzt erschrecken, dieses Knacken eben war das Kniegelenk. Das ist von Hause aus sehr fest. Ich muss mal gerade gucken, irgendwie ist das Bein noch nicht ganz draußen. So, jetzt seht ihr daran, dass hier diese graue Fläche genau abschließt. Hier fehlt sie noch, deswegen hier einfach dann nochmal ziehen. Kleiner Tipp, ihr könnt dann hier auch das Bein einmal komplett nach hinten winkeln, um quasi das komplett nach außen zu winkeln. So, um es quasi rauszuziehen. So, ihr seht, alles ein bisschen schwieriger. Die Gelenke sind wirklich sehr massiv. So, das sind jetzt automatisch die Beine, die sind fertig. Und jetzt unten noch die Füße einmal rumdrehen. So. Und jetzt könnt ihr noch die Flügel rumdrehen. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Flügel. Das ist jetzt euch überlassen. Ich drehe es jetzt immer am liebsten nach unten. Das heißt, wir drehen einmal hier dieses ganze Flügelkonstrukt nach unten. Winkeln zur Seite an. Und drehen es so. Das gleiche könnt ihr hier ebenso machen. Nach außen drehen, rumdrehen, fertig. So. Ihr könnt natürlich, wenn ihr auch wollt, das ist euch überlassen, könnt ihr auch dieses ganze Teil nach innen drehen. So. Und es so rumdrehen. Dann ist das Fahrgestell außen, wie es quasi in der Originalbeschreibung steht. Mir gefällt es allerdings so besser. Wir gehen jetzt aber allerdings mal nach der Anleitung. So, drehen den Flügel rum. Ja, lassen es nicht abfallen. Ist aber zum Glück alles steckbar. Das heißt, sehr schön wieder miteinander kann man es verbinden. Ach, vorausgesetzt, man schafft es. Ich habe natürlich jetzt nicht so das Fingerspitzengefühl dafür.
Na. Ja, das ist ein Moment eines Reviews, den man nämlich nicht haben möchte. So. Klappt das jetzt einfach mal so zusammen. Und fertig. So. Anschließend werden hier hinten diese Komponenten einmal nach oben gedreht. Dadurch drehen wir einmal hier die Rückenplatte nach oben. Drehen die anschließend hinten auf den Rücken. Drehen dieses komplette Konstrukt nach unten. So. Und verbinden die beiden Teile dann anschließend miteinander. Na. So. Das ist gerade so nach hinten zeigt. Ja, anschließend werden die Schultern noch geformt, indem wir diese Einzugsdüsen quasi nach außen drehen. So. Und den Kopf einmal rumdrehen. Und die Brustplatte einmal nach oben drehen. Anschließend werden noch die Arme geformt. Und die Innenarme nach außen gedreht. Ja, und schon ist quasi jetzt Harrier quasi fertig verwandelt. Und ich finde, er sieht einfach nur bombastisch aus. Wir können natürlich hier noch die Waffen ihm in die Hand geben. Quasi wie es auf dem Artwork zu sehen ist. So. Und schon haben wir, wie gesagt, Harrier fertig verwandelt. Und ich muss gestehen, ich bin begeistert von dieser Figur. Sie gefällt mir sehr gut, besonders das Gesicht hat etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß auch nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber für mich hat er so ein Rookie-Aussehen irgendwie, als wenn er wie so der Jüngste des Teams wäre. Auf jeden Fall sehr gut gelungen. Auch die Headpipe-Funktion ist super, wie immer bei TFC. Und ja, ihr seht auch selbst, der Kopf ist auf einem Balljoint. Das heißt, sehr gut beweglich. Hier im Brustkorb ist noch ein nettes Detail versteckt. Wie bei den anderen auch. Ihr könnt den Brustkorb öffnen und könnt dann quasi hier ja, Flechettenwerfer, wie auch immer, sehen. Ich konnte es jetzt nicht gerade erahnen, was es ist. Nach Raketen sieht es nicht aus. Innen drin hat er jetzt auch nichts. Ja, vielleicht auch irgendwelche Maschinen, Hack, Konsolen, wie auch immer, ich weiß es nicht. Ja, ansonsten die Figur ist sehr filigran, sehr schön gemacht. Und auch die Details, wie gesagt, ihr seht es hier, der Brustkorb ist sehr schön gemacht. Mir fehlen jetzt hier unten so ein bisschen diese Platten, die meistens vom Bein sind. Was ich sehr schade eigentlich finde. Und ansonsten muss ich zugeben, ist die Figur wirklich super, super, super gestaltet. Das Rückenmodul sieht ein bisschen groß aus, aber ich sag gleich dazu, es ist es nicht. Das heißt, es macht nur einen Eindruck. Es steht bombenfest, er wackelt nicht nach hinten. Und auch die Beine sind sehr schön von Details her. Hier hat TSC Toys echt sich mal wieder, ja, selbst übertroffen. Und sie können sich wirklich loben hier, was sie hier aus diesen Beinen immer machen. Das heißt, keine hohlen, großen Stellen, gar nichts in der Richtung, einfach schön. Und ja, die Landegestelle, die jetzt hier quasi dann auch die Knieschoner bilden, finde ich auch sehr schön gemacht. Die Figur ist auch sehr beweglich. Das heißt, ihr könnt das Bein im nahezu 90 Grad Winkel ja, anwinkeln, könnt es nach hinten drehen, könnt es zur Seite winkeln, könnt jetzt unten die Füße natürlich auch dementsprechend anpassen und könnt dann hier wirklich die coolsten Posen auch hinkriegen. Und ja, ihr seht selbst, geil von der Pose her, sehr beweglich. Ihr könnt sie hinstellen, wie ihr quasi wollt. Und ja, macht echt was her. So, also für die Vitrine auf jeden Fall echt was wert. Und ja, auch die Arme, finde ich, sind cool gemacht. Die Arme haben hier nur die Möglichkeit, leider die Hand nach innen, nach außen zu winkeln. Oben den Oberarm, da ist ein ganz normales Drehgelenk drin, das kennen wir. Dann ein normales Ellenbogengelenk.
Die Schulter lässt sich um 360 Grad komplett drehen. Ja, der Kopf, wie gesagt, Kugelgelenk, kann sich auch um 360 Grad drehen, hoch, runter, wie auch immer. Ein ganz normales Hüftgelenk ist auch noch vorhanden, dass man die Figur quasi so zur Seite drehen kann. Und ja, das war's von der Beweglichkeit her. Jetzt kommen wir am besten gleich mal zum zum Armmodus. Der Armmodus ist auch sehr leicht. Dazu verwandeln wir ihn am besten wieder in Richtung Flugzeug zurück. Hierzu gebe ich aber einen kleinen Tipp. Nehmt die Flügel ab. Es macht es euch tausendmal einfacher und es sieht auch im Nachhinein besser aus. So, das heißt, als erstes drücken wir die Beine zusammen. Aber noch nicht komplett zusammen, denn wir müssen natürlich noch den Arm da rein machen. Das heißt, ihr nehmt gleich diesen Arm, steckt den hier mit in diese Mulde hinein. So. Drückt anschließend hier den Arm zusammen. So. Dreht einmal den Arm komplett herum. Nehmt ihn so zur Seite, dass der rote Brustkorb nach links oder rechts zeigt, je nachdem. Und dreht die Hand so, dass der Daumen dann nach oben zeigt. Das hat mit den Gelenken quasi so zu tun. Ja, er sieht schon so sehr komisch aus. Quasi wie so eine Meerjungfrau so in etwa. Ja, anschließend nehmt ihr wieder die Arme. Dreht aber jetzt hier nicht dieses komplette Teil nach außen, sondern nur die Arme nach innen. Dreht den Kopf wieder so herum. Dreht die Schultern nach oben. Winkelt die Arme einfach nur nach unten. Braucht ihr nicht zu befestigen. Einfach nur nach unten drehen. So. Ja, und schon habt ihr quasi den Armmodus fertig. Ihr könnt jetzt, wie ihr wollt, natürlich noch die Flügel anwinkeln, anbringen, wie auch immer, wie ihr es gerade wollt. Ich gebe euch hier den ganz einfachen Tipp, nehmt die Landegestelle ab. Es gibt dem Arm sehr viel mehr Mobilität, Beweglichkeit, wie auch immer. Dreht dann das so herum. Nee, Moment, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Flügel so nach innen. Ach, ist immer ein bisschen komplizierter. So, dreht diese Knubbel nach innen, dass die Flügel quasi so nach unten zeigen und dreht das einfach nach oben. Das gleiche macht ihr hier. Hier immer nach innen drehen, befestigen und die Flügel nach oben winkeln. Jetzt sind die Flügel an dem Robotermodus befestigt und ihr könnt quasi den Arm trotzdem noch ganz normal bewegen. Ich habe sehr viele gesehen, die lassen diese Flügel komplett ab. Gefällt mir jetzt nicht persönlich, denn ich mag es einfach, wenn alle Teile auch wirklich von dem Roboter dann auch verbaut sind und nicht einfach so irgendwo rumfliegen. Die Raketen könnt ihr auch, wenn ihr wollt, hier an dem Arm befestigen als Waffe. Ihr könnt aber auch, so wie ich es jetzt immer mache, um die Raketen auch zu verstecken, entweder jetzt hier an den Arm dran machen, was ich jetzt nicht so schön finde, oder ihr befestigt sie einfach hier oben an den Schultern quasi, dann von Uranus aka Superion. So, und schon habt ihr quasi die Raketen verstaut. Ja, und es sieht trotzdem gut aus. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist quasi hier den Brustkorb nach unten klappen, den Kopf ganz kurz anwinkeln und jetzt mit ein bisschen mehr Kraft das Gelenk nach unten winkeln. So. Und jetzt ist mir die Rakete abgefallen. Die könnt ihr natürlich wieder befestigen. So, und jetzt ist natürlich der Connector auch außen. Und er kann mit Superion quasi einwandfrei verbunden werden. Ja, das war der Armmodus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, es hat euch die Figur ein bisschen näher gebracht. Wie ich finde, ist die Figur einfach nur genial und passt perfekt ins Team. Auch hier 10 von 10 Punkten overall. Flugzeugmodus perfekt, Robotermodus perfekt, Beweglichkeit perfekt, Detailgrad super gehalten, trotzdem, dass die Repro-Labels bei mir noch fehlen. Und ja, allgemein, wie gesagt, absolut top. Das Einzige, was mir nicht so ganz gefällt, was aber bei der Figur keinen großen Abriss macht, ist die Farbe. Aber man wollte es natürlich originalgetreu lassen.
Bei mir ist er Factory New, also er ist wirklich komplett so von der Fabrik direkt gekommen. Das Einzige, was mir auffällt, ist, es ist kein reines Weiß, es ist so ein ganz leichtes Eierschalenfarben-Gelb. Weiß, Entschuldigung. Also es hat so einen ganz leichten Gelbstich. Es wirkt aber nur so ganz leicht. Also man muss wirklich ganz genau hinschauen. Mir ist auch aufgefallen, unter manchen UV-Röhren sieht man es auch gar nicht. Ja, so. So viel dazu. Ich hoffe, das Video, wie gesagt, hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Review. Diesmal dann allerdings mit dem kompletten Uranus-Team. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder wenn ihr mich weiterempfehlt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Raxfor.